Wir verfolgen bei dem Hamburger Nachhaltigkeitsfonds als erster Fonds in Deutschland den Best-in-Progress-Ansatz. Nachhaltigkeit bedeutet, wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen zu verbinden mit Verantwortung für Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft. Wir wählen für ein Investment für den Fonds Unternehmen aus, die in den vergangenen 3 bis 4 Jahren die größten Fortschritte in ihrem Nachhaltigkeitsmanagement gemacht haben. Die Überlegung dahinter ist, dass wir sagen, Unternehmen, die im Nachhaltigkeitsbereich best in progress sind, also die größten Fortschritte machen, die haben auch gleichzeitig den größten wirtschaftlichen Erfolg. Nachhaltigkeit ist für unsere Geschäftstätigkeit keinesfalls ein Trend, sondern eine wichtige Chance für Wachstum. Und dabei spielen Innovationen eine ganz wichtige Rolle. Im Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie steht das Ziel, 3-mal effizienter zu werden bis zum Jahr 2030. Das heißt, Wachstum zu steigern und Ressourcenverbrauch zu verringern. Wir haben seit 2010 unsere Effizienz bereits um über 40% verbessert. Also Positivkriterien bedeutet natürlich, dass sie in bestimmten Branchen, in bestimmten Tätigkeiten nicht präsent sind, diese Unternehmen. Dass sie natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen, Mindeststandards im Betrieb schon eingeführt haben, um bestimmte Reputationsrisiken gar nicht erst einzugehen, die sie heute gar nicht in der Bilanz sehen können, aber eigentlich mitbilanziert werden müssten. Die Unternehmen werden auf über 300 Kriterien hin geprüft, um in das Portfolio des Nachhaltigkeitsfonds aufgenommen zu werden. Nur wer hier die höchsten Leistungen in der Nachhaltigkeitsarbeit vollbringt, der steht letztendlich für den Fonds zur Verfügung. Der Hamburger Nachhaltigkeitsfonds steht für finanziellen Erfolg durch innovatives Nachhaltigkeitsmanagement.